Hallo und herzlich willkommen, lieber Zwilling, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 25. Februar bis 2. März 2019. Schön, dass ihr da seid. Und wir schauen, was in dieser Woche an Energien für euch vorherrschen und was ihr damit anfangen könnt. Denkt dran, allgemeine Legung kann und wird nicht immer für jeden passen. Deswegen bitte auch nicht passend machen, wenn es so ist. Wenn es für dich passt, kannst du das natürlich verwenden, wie du möchtest. So, wir schauen mal, welche Energien von außen auf dich zukommen, lieber Zwilling. Also, was deine Leute um dich herum so an Energien nach außen zeigen. Wir haben die 8 der Stäbe. Und das ist Kommunikation. Das heißt, deine Umwelt ist sehr kommunikativ, wahrscheinlich auch sehr gesprächig. Informationen kommen leicht und wenn du Fragen stellst, kriegst du auch Antworten. Das ist ja schon mal sehr schön. Dann gucken wir, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst, dein Wunsch in dieser Woche, deine Hoffnung und Ängste, was gut für dich ist, was nicht so gut ist und der mögliche Ausgang. So, mit dem zweiten Kartendeck wollen wir natürlich gucken, was die einzelnen Wochentage so hergeben, was da so passieren kann. Und wir gucken natürlich auch, welche Energien du mitbringst, beziehungsweise was du deiner Umwelt so an Energie zeigst, rüberbringst. So, schauen wir mal, was haben wir denn da? So, wir haben Ass der Schwerter. Das ist natürlich auch deine Energie, Luftenergie. Das bedeutet, du bist knallhart, du sagst den Leuten, was los ist, was Sache ist. Und wenn dir was nicht passt, dann hast du keine Probleme damit, Dinge ja, abzuschneiden, alte Zöpfe abzuschneiden, zu sagen, das mache ich nicht mehr, fertig. Das kann gut sein, das kann auch mal nicht so gut sein. Ne? Also Vorsicht, wenn man zu harsch ist und vielleicht seinem Chef gegenüber, könnte das vielleicht negative Folgen haben, aber muss ja nicht. So, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. So, dann wollen wir natürlich mit der Energie beginnen, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Wir haben die 5 der Stäbe. Das kann ein gesunder Wettbewerb sein, das kann Gerangel sein, das kann vielleicht auch ein innerer Konflikt sein, aber nichts Dramatisches. Stäbe sind nicht so dramatisch wie zum Beispiel Schwerter. Das kann einfach sein, dass du dich mit deinen Freunden einfach mal so ein bisschen käbbelst, aber aus Spaß oder aus Wettbewerbsdingen eben, wer besser ist im Skifahren oder eben weiß ich was. Gucken wir mal weiter. Was ist denn dein Wunsch in dieser Woche? König der Stäbe. Das ist Feuerenergie, Widder, Löwe oder Schütze. Kann natürlich auch eine Person sein. Vielleicht ist das dein Wunschpartner, deine Wunschpartnerin. Ist ja hier geschlechterunspezifisch. Deswegen Feuerenergie passt gut zu Luftenergie. Ist eine leidenschaftliche Person, ist ein zielgerichteter Mensch, der halt auch diszipliniert und hartnäckig daran arbeitet mit viel Leidenschaft. Kann wie gesagt auch deine Energie sein. Hoffnung und Ängste haben wir den Mond. Das heißt, ich denke mal, dass du dich vor irgendwelchen unbekannten Dingen fürchtest. Dass irgendwas Unvorhergesehenes, Unerwartetes passiert. Könnte sein. Was ist gut für dich in dieser Woche? Wir haben die 2 der Stäbe, auch wieder Feuerenergie. Das heißt, du stehst vor einer Weggabelung. Es wird wahrscheinlich um eine Entscheidung gehen, welchen Weg du wählst. Beide sind gut. Es gibt nichts Negatives oder dass man sagt, der eine ist besser als der andere. Aber es gibt eine Entscheidung. Nicht gut für dich in dieser Woche ist Königin der Schwerter. Das ist eigentlich deine Energie. Das heißt, vielleicht ist es nicht so gut, so direkt zu sein. Königin der Schwerter ist ja jemand, dem man nichts vormachen kann, die auch sagt, was sie denkt und auch keine Gefangenen macht sozusagen. Vielleicht solltest du das überdenken, je nach Situation. Manchmal ist das halt gefährlich, das habe ich ja eben schon gesagt. Wenn man zu harsch ist und zu klar sagt, was man denkt, könnte man damit wirklich Dinge beeinflussen, negativ beeinflussen, die für einen selber nicht gut wären. Also achte darauf. Ne? Ausgang in dieser Woche ist der Herrscher. Das ist schon mal sehr gut. Das bedeutet alles im Griff. Das ist sehr schön. So, dann gucken wir mal. Am Montag
haben wir den Herrscher. Es geht direkt los. Herrscher kann eine andere Person sein, kann auch deine Energie sein. Es geht um Dinge, Führungsposition. Es geht um, ja, alles im Griff haben. Das kannst du sein, wie gesagt, oder vielleicht dein Boss oder irgendjemand. Wir gucken da gleich nochmal genauer hin. Am Dienstag haben wir die 9 der Schwerter. Das ist zwar deine Energie, bedeutet aber sich im Kreis drehen mit Gedanken, nicht schlafen können, sich vielleicht sogar Sorgen machen um jemanden oder etwas. Und ja, oder etwas bedauern, was man gemacht, gesagt hat. Und damit das nicht passiert, passt du bitte auf, was du äußerst, ja? So, dann haben wir am Mittwoch die 8 der Schwerter. Das ist nochmal ungefähr das Gleiche. Das ist aber dieses Hamsterrad, was man selbst geschaffen hat. Man dreht sich im Kreis, man kommt zu keiner Lösung und man muss dann aussteigen. Da solltest du dann aussteigen und etwas völlig anderes tun, damit du diesen Gedanken erstmal los wirst, weil du so keine Lösung findest. Das ist so selbstgemachtes Chaos. Am Donnerstag haben wir die 6 der Münzen. Das ist schon wieder ausgewogener, das ist harmonischer. Jeder kommt zu seinem Recht. Es ist ausgewogen, gleichberechtigt und sehr, ja, erdverbunden, also klar und nicht irgendwie abgehoben. Am Freitag haben wir den König der Stäbe. Das ist ja so vielleicht die Person, um die es bei dir geht oder eben die Energie, die du annimmst, ja. Wie gesagt, das ist zielgerichtet, leidenschaftlich die Dinge verfolgen, die man machen möchte, die man erreichen möchte. Und das kann, wie gesagt, jemand sein, den du verehrst, jemanden, den du in deiner Nähe haben möchtest, oder es ist die Energie, die du annimmst. Am Samstag haben wir den Teufel, das ist Obsession. Obsession ist immer das, was man übertreibt. Man macht zu viel, man arbeitet zu viel oder man isst zu viel, trinkt zu viel, was auch immer. Obsession ist immer irgendwo schädlich und deswegen Vorsicht. Am Sonntag haben wir die 3 der Schwerter. Das ist Enttäuschung. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal genauer an, was das zu bedeuten hat. Wir haben auf jeden Fall von außen die Kommunikation und von deiner Seite das Ass der Schwerter. Deswegen, ich denke mal, dass du damit, wie gesagt, schon einen Neubeginn in Wahrheit führen solltest, aber eben die Wahrheit nicht so verletzend austeilen solltest, je nach Situation. So, wir gucken mal. Wir haben die 5 der Stäbe hier, wie du dich fühlst. Wir haben die 8 der Kelche und wir haben die 2 der Stäbe. Ich glaube, es geht darum, neue Wege zu ergründen, Altes hinter sich zu lassen, auch Liebgewonnenes. Und da bist du doch im Konflikt und weißt nicht, welchen Weg du gehen sollst. So, wir haben als Wunsch den König der Stäbe. Da haben wir die 8 der Schwerter und die 6 der Kelche. Es könnte sein, dass es um jemanden aus der Vergangenheit geht, der dir nicht aus dem Kopf will. Kann sein, dass du vielleicht da ein bisschen, wie soll ich sagen, denjenigen oder diejenige glorifizierst, weil in der Erinnerung sehen manche Dinge doch etwas schöner aus, als sie dann in der Realität waren. Könnte sein. Oder es ist eine Person, der du vielleicht auch Unrecht getan hast und wo du das jetzt bedauerst. Weil wir haben hier die 9 der Schwerter. Das kann natürlich auch sein. Wir gucken erstmal weiter. Hoffnung und Ängste ist das Unbekannte. Da haben wir den Hierophanten und da haben wir die 3 der Schwerter. Was ich hier sehe, das Selbstvertrauen. Ich glaube, dass irgendwie dein Selbstvertrauen gelitten hat. Der Hierophant ist eigentlich so die Institution, auch die Institution Ehe, kann aber auch dein Selbstwertgefühl sein. Und vielleicht ist es die Verletzung, die du erlitten hast, die dein Selbstwertgefühl so ein bisschen durcheinander gebracht hat. Du bist dir nicht mehr sicher, deshalb der Mond. Ja? Und das ist die Angst, dass du irgendwie dein Selbstvertrauen verlierst. Wir haben, gut für dich ist die 2 der Stäbe, die wir hier vorne auch haben, 5 der Münzen und Page der Stäbe. Ich glaube, dass du hier in irgendeiner Sache unglücklich warst oder bist, den Weg wählst, irgendwo was zu verändern. Und vielleicht ist das eine Person oder eine Situation, in der du ja ein bisschen gelitten hast oder
an die du zurückdenkst. Als Hoffnung hast du, dass du das überwindest, den Schmerz, diese Enttäuschung, ja, und dass du hier fokussiert bist mit den zwei der Stäben. Du ziehst dich zurück und wählst ein neues Ziel. Das ist der eine Stab von den zweien, den du ausgewählt hast, um ja, dich neu zu fokussieren. Nicht gut für dich ist die Königin der Schwerter, der Narr und der König der Schwerter. Das heißt, mit der Energie der Königin der Schwerter, also zu sagen, was du denkst und vielleicht auch deinem Unmut Luft zu verschaffen, machst du dir natürlich Luft und kannst auch den Neustart gehen, aber es könnte halt neue Konflikte hervorrufen. Wir haben noch den König der Schwerter, der auch sehr krass ist in seinen Äußerungen. Aber das wäre vielleicht nicht so gut. Um den Neustart nicht zu gefährden, würde ich mich da zumindest einen Moment zurückziehen oder das gut überlegen an deiner Stelle. Wir haben auf jeden Fall alles im Griff am Ende. Wir haben den Ritter der Kelche und wir haben die Vier der Schwerter. Das heißt, du hast ein neues Angebot, wahrscheinlich durch die Kommunikation von außen und durch den Neubeginn, der dir da sozusagen energetisch zufliegt. Lass dir ruhig Zeit, damit zu wählen, welches Angebot du annimmst. Du hast alles im Griff. Das klingt schon mal sehr gut. Und wir gucken mal, wir beginnen ja die Woche mit dem Herrscher. Da ist das Schwert und da ist der Page der Schwerter oder Bube der Schwerter. Ich glaube, dass du einen Schlussstrich ziehst unter etwas, was dich gekränkt hat, was dich genervt hat und dass du diese Nachricht wahrscheinlich in dieser Woche weitergibst. So, dann haben wir die 9 der Schwerter, wir haben die 10 der Münzen und die Königin der Kelche. Also, wenn du dir auch Gedanken machst, wahrscheinlich ist da entweder ein Erdzeichen oder ein Wasserzeichen, also Krebs, Skorpion oder Fische oder Stier, Steinbock oder Jungfrau, jemand, der dich unterstützt, der dich tröstet, wenn du ja, dich so gekränkt fühlst auch. Ich glaube schon. Dann hast du die 8 der Schwerter. Du hast den Erfolg mit den 6 der Stäbe und den König der Stäbe. Das könnte jemand sein, der dir vielleicht hilft. Vielleicht ist das hier auch dein Wunschkandidat oder deine Kandidatin, die dir aus dieser verzweifelten Lage hilft. Dass du dir wünschst, dass derjenige an deiner Seite ist. Und wie es aussieht, ist das auch der Fall. So, dann haben wir die 6 der Münzen, der Eremit und die 10 der Schwerter. Das heißt, du gehst in dich, versuchst herauszufinden, wo die Dinge lagen, die nicht gut gelaufen sind. Du suchst das, was an dir ja gut ist, was du verwenden kannst für deine Zukunft und womit du den Schmerz lindern kannst. So, und dann haben wir den König der Stäbe, die Hohepriesterin und den Bube der Münzen. Das heißt, ich glaube, der König der Stäbe ist jemand, oder also eine Frau oder ein Mann mit Intuition, der oder die dir hilft, einen neuen Start hinzulegen. Denn der Page oder Bube der Münze ist eine Chance auf einen Neubeginn. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir am Samstag die Obsession. Wir haben den Stern, das ist die Wassermannkarte und wir haben die Welt. So, wir haben hier Erdenergie, das bedeutet langsam. Wir haben hier Heilung, ja, und wir haben die Welt mit dem Neubeginn. Du solltest das langsam angehen. Langsam. Wir haben auch hier die 4 der Schwerter, das bedeutet gut überlegt und bedacht, kein Schnellschuss. Ja? So, Sonntag, die 3 der Schwerter, wir haben das Rad des Schicksals und wir haben die Veränderung. Das mit der Verletzung wird sich verändern. Du wirst darüber hinwegkommen. Es dauert vielleicht ein bisschen, sowas ist nicht von heute auf morgen zu bewältigen. Aber du wirst mit dem Rad des Schicksals, das wird sich in deine Richtung drehen, darüber hinwegkommen. Ich denke, es hat was mit Beruf zu tun. Ich glaube nicht, dass es was mit Gefühl, mit Liebe oder so zu tun hat. Also so sieht es für mich zumindest aus. Ich glaube, dass es mehr darum geht, sich von Dingen zu befreien, die einen schon lange stören, die einen nerven. Und ich glaube, dass das Ass der Schwerter bedeutet auch, dir platzt der Kragen. Ja? Du hast die Nase voll. Und mit dem Herrscher übernimmst du einfach Herrschaft über das Ganze und sagst, hier ist Schluss, ich mache den Schnitt. Ja?
Du bist vielleicht erschrocken über deine eigene, ja, über deine eigene Gewalt, die du da ausübst, ne? Deine Kraft und mit welcher Wut du daran gehst. Und du holst dir halt Unterstützung, und das ist auch gut so, damit du eben nicht den Halt verlierst und dich nicht ins Unglück stürzt. Das ist ja das, was ich eben sagte. Pass auf, wenn du darüber sprichst, aber manchmal ist das einfach nötig, dass es knallt. Ja? Und hier gehst du halt auch in dich und guckst, dass du diese ganze Verletzung loswirst. Du versuchst, ausgewogen zu sein, austariert. Ja? Und hier hast du Hilfe und hast du Hoffnung, den Neuanfang. Du darfst es nur nicht zu obsessiv betreiben. Wenn du zu krampfhaft versuchst, das durchzusetzen, dann schadet dir das mehr. Mach es langsam, aber überlegt. Und wir haben hier die Orakelkarte, ja, deine Intuition stimmt, handle entsprechend. Also es geht auch hier um Intuition, ja, und die gibt dir recht. Wahrscheinlich ist da irgendwo was im Job passiert, was dich wirklich wütend gemacht hat. Und wahrscheinlich zu Recht. Und du sagst, hier ist Schluss, Feierabend. Ich habe die Nase voll. So sehe ich das. So, ich habe jetzt hier die Weisheitskarten der Seele und ich habe schon die 11 gezogen, Balanceakt. Gucken wir mal, was das bedeutet. Balanceakt, in deinem Innern herrscht Stille, wie turbulent es in deiner Umgebung auch zugehen mag. Manchmal scheint es im Leben drunter und drüber zu gehen und man hat das Gefühl, als ob man mit 1000 Bällen zu jonglieren hätte. Vielleicht bist du dir deiner Basis unsicher. Jetzt ist der Augenblick, um zu ermessen, welche Bereiche deines Lebens aus dem Gleichgewicht geraten sind, um dann die Balance wiederherzustellen. Wähle Harmonie anstelle von Zwietracht und der Erfolg ist dir gewiss. Du findest zu deiner inneren Stabilität, wenn du einen Weg des Gleichgewichts, der Konzentration und von gleichmäßiger Höhe wählst. Also ich denke, es geht darum, nicht zu harsch, zu schnell, zu unüberlegt zu handeln. Wir haben ja hier die 6 der Münzen auch und wir haben den Neubeginn, wir haben aber auch die Obsession. Du hast wirklich sozusagen die Faxendicke und willst einen Schlussstrich ziehen. Mach es überlegt hier, ne? Mach es überlegt. Du bist der Herrscher, du bist cool, du bist ruhig, du gehst das gelassen an, du lässt dich nicht zu irgendwas hinreißen und du wirst auch nicht zu schnell, sag ich mal, in ein Wortgefecht verfallen, hoffe ich, sondern das ganz entspannt und elegant lösen. Ja, mein lieber Zwilling, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Such dir die richtigen Mitstreiter, die dich dann unterstützen. Und ich würde mich freuen, dann von dir zu hören. Und wenn es dir hilfreich war, würde ich mich über ein Däumchen hoch freuen. Ich danke dir und wünsche dir viel Erfolg.